ab. Und willkommen bei einer neuen Folge von TK Games. Und worum geht's heute? Heute geht's so ein bisschen darum. Stopp, Auto. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wir befinden uns gerade im wunderschönen Oberstdorf in den Bergen, wie man sehen kann, Kühe im Hintergrund. Wir haben ab morgen einen Wettkampf hier, unseren nächsten internationalen Wettkampf. Deshalb auch die Teamkleidung. Wir wollen euch mal so ein bisschen erzählen, was überhaupt anders ist, so ein paar Tage vor dem Wettkampf, wie wir uns vorbereiten, was hier alles so geschieht. Und darum wird es heute gehen. Also, wir kommen gerade frisch aus Bratislava, also wir haben schon einen Wettbewerb hinter uns. Und ja, dann haben wir erstmal ein bisschen frei gemacht. Einen Tag, anderthalb. Einen Tag, genau. Am Sonntag, unser Reisetag quasi. Von Sonntag sind wir dann von Bratislava nach München geflogen. Und wir sind jetzt wieder bei einem Wettkampf, bei der Nebelhorn-Trophy. Jubiläum, ne? Genau, 50. Geburtstag von der Nebelhorn-Trophy. Heute war sozusagen der erste offizielle Tag. Da haben wir offizielles Training. Und womit fängt es an? Mit einer Auslosung. Genau. Also zusätzlich zum Training. Wir haben morgens trainiert, ein Training, und gerade hatten wir die Auslosung. For the 50th anniversary of this important competition. Und bei der Auslosung ist immer natürlich heiß begehrt die Stadt Nummer 1, die wir zum Glück nicht haben. Da freut sich immer jeder Star drauf, wenn er die Nummer 1 nicht gezogen hat. Keine Ahnung warum, das fing, glaube ich, bei uns so an. Das hat sich so, und es wird auch immer geklatscht, wenn die 1 gezogen wird. Es ist so ein Ding bei uns im Sport, wir wissen selber nicht wieso. Ja, jetzt bereiten wir uns quasi auf das zweite Training vor, beziehungsweise machen das Video hier, und in anderthalb, zwei Stunden geht es dann für uns zum zweiten offiziellen Training. Und das ist immer so beim Wettkampf ein bisschen anders wie unser normales Training. Unser normales Training geht ja normalerweise so 2 Stunden. Genau. Und beim Wettkampf ist das eine halbe Stunde. Wir laufen durch beim normalen Training. Genau. Und wiederholen ganz oft unsere Teile, unsere Elemente. Wir haben halt viel mehr Zeit als eine halbe Stunde. Ja. Und bei dem offiziellen Training ist es aber so, heißt ja auch offiziell, dass schon die Preisrichter und die technischen Spezialisten natürlich zugucken können. Sie haben alles im Blick. Also ist schon mal sehr, sehr wichtig für den Wettkampf und auch wichtig, einen guten Eindruck zu machen. Deswegen wird beim Training schon direkt Vollgas gegeben und das Beste probiert zu machen. Und ja, dann hat man, wie auch beim Wettkampf, 5 Minuten einlaufen, und dann wird jedes Paar nacheinander, kriegt dann die Musik, auf das Paar läuft, und dann... Nur einmal aber? Ja, genau, nur einmal, also nicht wie im normalen Training, so oft wie man will, sondern man hat nur eine Chance, und dann läuft man manchmal durch das komplette Programm oder auch nur kleine Teile, so wie man sich fühlt halt. Morgen am Wettkampftag läuft das Ganze dann so ab, dass wir morgens das Wettkampftraining haben, das letzte vor dem Wettkampf, genau. Auch wieder eine halbe Stunde, mhm. Und dann ist vorbei. Ja, hättest du wohl gerne, aber nach dem Wettkampftraining machen wir eine kleine Pause, gehen schlafen. Mittagsschlaf ist bei Kathi und Tim einfach top. Ein Muss, sozusagen Kräfte sammeln, dann Mädchen schminken sich natürlich noch einmal, noch mal schöne Schicht drauf. Damit man auch abends glänzt. Wir machen die Haare natürlich und essen ein wenig, und ja, dann ist eigentlich nur noch Konzentration angesagt, ja. Und dann geht's schon zum Wettkampf. Genau, also was bei mir noch Pflicht ist, kurz bevor ich losgehe zum Wettkampf, ist eine kalte Dusche, richtig schön, bis zum Anschlag komplett kalt, um einmal richtig wach zu werden. Oh. Jetzt wäre ich fast in Kuhscheiße gefallen. Kuhmist, Entschuldigung. Ja, dann geht's, wie Katharina gesagt hat, los zum Wettkampf. Wir machen uns warm kurz vorher. Wir sammeln uns vor der Eisfläche mit dem Trainer und so weiter und so fort. Dann geht's aufs Eis, dann gibt's 5 Minuten Einlaufzeit. Und je nachdem, welche Startnummer man gezogen hat, zum Beispiel man ist als erstes in der Gruppe dran. Wir haben jetzt zum Beispiel die Startnummer 3. Genau. Das heißt, das Aufwärmen ist richtig aktiv bei uns, weil wir ja noch 2 Läufer vor uns haben und ein bisschen Pause haben. Dann geht es für uns aufs Eis, und dann heißt es volle Konzentration, Vollgas und performen. Super!
Jetzt wisst ihr auch so ein bisschen, wie überhaupt so ein Wettkampf bei uns aussieht. Die nächsten Wettkämpfe nehmen wir euch nochmal anders mit, dass ihr das aus einer anderen Perspektive seht. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses kleine Kurzvideo gefallen. Mal was anderes, ein bisschen erklären, ein bisschen Natur genug. Ja, kommt nach Oberstdorf. Ja, also Oberstdorf ist jetzt gerade bei der Temperatur wunderschön. Die Sonne, es ist relativ warm, außer morgens und abends, da ist es kalt. Fliegen von den Kühen fliegen hier auch rum. Oder besten. Wir sagen dann mal auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.